Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Anno-Fans, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Frei Zockt, Anno 1800. Wir sind dabei, Linienschiffe zu bauen. Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist, wir haben genug die Bauern. Die Waffenruhe wurde beendet. Oh, die machen alle Waffenruhe kaputt. Okay, das heißt, es bricht ein großer Krieg aus gegen die Piraten. So, unsere Fregatten, die fahren zurück aus dem Kampfgebiet. Was der hier macht, weiß ich nicht. Hier oben ist unser Industriegebiet. Da haben wir, glaube ich, einen Fehler drin. Wir haben, soweit ich weiß, zwei Hochöfen. Ja. Und wir haben aber nur zwei Köhlereien. Das heißt, wenn ich hier ins Lager gucke, müsste die Kohle gegenüber den Erzen stark abnehmen. Deshalb ist uns das Ganze noch nicht aufgefallen. Oder haben wir schon eine Kohlemine aufgebaut? Das ist eine Eisenmine. Hier hätten wir Steinkohlemine. Und das ist auch die einzige, die wir haben. Und die haben wir dummerweise noch nicht erschlossen. Kostet 50 Arbeiter. Die hauen wir auch direkt hier rein. Denn wir brauchen Kohle. Sonst geht uns nämlich die Kohle aus. Irgendwann, ja? Irgendwann sind wir hier kräftig am Wackeln und auf einmal heißt es keine Kohle mehr. Und dann sage ich, was denn jetzt los? Da habe ich einfach nicht aufgepasst. Und habe die beiden Köhlereien, die wir hier stehen haben, als einzige Kohlelieferanten gehabt. Und deshalb haben wir nämlich auch ja nur halb so viel Kohle wie Erze. Weil wir die ganze Zeit das Doppelte an Kohle oder beziehungsweise das Gleiche an Kohle und Erz verbrauchen, aber eben das Zeug nicht mehr beikriegen. So, keine Ahnung, der hier ist am Laden. Eigentlich kann er wegfahren, wenn er nicht vollpacken kann hier. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Warum kriegen wir nicht genug Gulasch zusammen? Wo ist das Problem von euch, Freunde? Wieso seid ihr nur bei 99%? Schiff unter Beschuss. Alter, wie viele Klicks muss ich denn machen, dass ich sehe, wo? Flaggschiff steht zu Diensten. Ich sag mal, bist du bescheuert? Fahren die gerade aus dem Hafen raus, um Piraten zu jagen? Hier, ein kleines Dankeschön für dich. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Ich sag mal, die haben sie doch nicht mehr alle. Der fährt alleine zwei Piratenfregatten nach. Guckt mal, was die Piraten hier für eine Flotte auffahren. Wenn ich mit dem Flaggschiff hinterhergefahren wäre, die hätten mich komplett zerlegt. Warum fährt der aus dem Hafen denen hinterher? Kann mir das ein Mensch verraten? Wie kriege ich den Idioten denn gestoppt? Den muss ich einmauern, dass er nicht rausfährt. Und warum bleiben die hier stehen? Achso, ja doch, die sollen ja da stehen bleiben. Da ist der Hafen, den sie beschützen sollen. Ich dachte, die stehen da mitten im Ozean. Aber das hier unten, das geht mir auf den Zeiger, dass die Schiffe aus unserem Hafen einfach dem Piraten, der hier vorbeisegeln, nachfährt. Weil, jetzt mal ganz im Ernst, so zwei Fregatten, die zerlegen mein Linienschiff. Das hat da keine Chance. Was machst du? Bist du Ballaballa, selbstmordgefährdet oder so? Liebes Schiffchen, das geht so nicht. So, die haben Waffenstillstand. Und den Waffenstillstand mit Halo, den haben sie alle beendet, wenn ich das richtig sehe. Gut, also wir verdienen ordentlich. Das ist schon mal sehr schön zu sehen, dass das wenigstens funktioniert. So viele gleichgesinnte Seelen. Und wir brauchen 900, um Pelzmäntel zu machen. Gut, also das Erste, was ich jetzt denke oder was mir einfällt, ist, dass wir... Spielstand gespeichert. Um das Ganze aufzuwerten hier, also auf die nächste Stufe zu kommen, Pelzmäntel, Rum und
Universitätsplatz schaffen müssen. Also Platz für eine Universität kriegen wir schon. Die bauen wir hier irgendwo an den Stadtrand. Das kriegen wir schon hin. Das ist nicht das Problem. Die hat eine große Reichweite und das hier ist ja unser Stadtkern und drumherum wohnen die Bauern. Das passt schon. Aber was ich durchaus als Problem sehe, ist die Pelzmäntel, weil wir haben zum Beispiel gar keine... Selbst das größte Kunstwerk kann nicht mehr sein als ein Abglanz seines Ebenbildes in Mutter Natur. Schön, weil wir haben hier zum Beispiel gar keine Felle. Ein Schiff erster Klasse. Wir haben Segel auf deinen Hafen gesetzt. Ei! Dann setz mal Segel auf meinen Hafen. Okay, wir handhaben das anders. Der stellt sich hier hin. Der stellt sich hier hin. Und der gibt dem Geleitschutz. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Dürfte ich Ihnen diesen überhaupt sehr schön. Apfel überreichen? Das können wir mal so veröffentlichen, da kann ich mit leben. Journalismus. Aber wir haben direkt einen Einnahmeeinbruch. Weil wir A. Sie haben an Einfluss verloren. Neues Schiff haben. Ei. Dieses schöne Linienschiff. Vorsetzen. Mit dem wir den jetzt mal hinterherfahren. Das ist nämlich A. schnell. Und hat B. Mords Feuerpower. Also ich hoffe, damit können wir Steuermann. Den Piraten mal einen Denkzettel verpassen für ihr hier unten Rumgefahre und Rumgeballer. Das geht mir nämlich auf die Sack. Ich fahre gerade in die falsche Richtung. Ich hätte, glaube ich, hier hochfahren müssen, um die abzufangen. Dass sie nicht zurückkommen in ihre Heimat. Ich habe das Gefühl, dass die hier gleich die Kurve machen und Richtung Hafen segeln. Und wir hier gegen den Wind stehen, was uncool ist. Deshalb fahren wir zurück. Das macht keinen Sinn. Kommen Sie mir bloß nicht mit Schiffen. Das ist eine Fregatte von dem, okay. Kriegsschiff meldet sich. Vielleicht zum können wir uns hier ein bisschen einschleimen. Wir ziehen mal hier zu unserem Sind unterwegs. Nordhafen, eins von unseren Linienschiffen. Das andere, was wir dann hier bauen, das lassen wir im Hafen. Ja, also wie gesagt, wir haben irgendwie gerade das Problem, dass irgendwas nicht beikommt. Weil wir haben Meine Einnahme. Frau und die Kleinen haben sich schon ewig nicht mehr beschwert. Einnahmetrops. Also nicht genau was. Gut, also wie gesagt, wir haben das Rumproblem und wir haben das Baumwolleproblem. Und wir haben das Problem, dass wir auf der Insel eigentlich keine Pelze haben. Da auch nicht. Das ist noch die große Frage, wo wir dann die Pelze herkriegen. Oh, das wird interessant. Achtung, Admiral anwesend. Och ja, fahr wieder an der Küste entlang, dass du nicht vorankommst. Fahr mal bloß nicht ein bisschen weiter raus, dass du inmitten Meer ein bisschen schneller fahren kannst. Ja, am besten mach deinen Rumpf hier kaputt. Die Schiffe, das ist echt. Die Schiffe sind das Nervigste an dem Spiel. Sind unterwegs. So, da rotten sie sich zusammen und meinen, sie sind clever. Das gibt jetzt einen Spaß. Vorsetzen. Schiff unter Beschuss. Neue Befehle? Angriffsformation! Spielstand gespeichert.
kriegen die erstmal die Feuerpower von so einem Linienschiff zu spüren. Ja, da kommen sie schon. Sind unterwegs. Das ist jetzt das Hauptproblem. Dass er uns jetzt hinten rumkommt. Das ist nicht gut. Jetzt verlieren wir unser Linienschiff. Weil er unkoordiniert schießt. Warum bleibt stehen, anstatt sich rumzudrehen in der Fahrt und auf das zu feuern. Bleibt da stehen. Wie dumm ist die KI denn bitte hier? Ah, oh, das regt mich auf. Weil so dumm ist die KI. Ohne Scheiß. Müssen wir noch eins bauen. Den haben wir bös einschenken können. Und dann hat er schnell noch eine Fregatte von oben runtergezogen. Aber am meisten ärgert mich, wie dumm sich mein Linienschiff angestellt hat. Dass der nicht gedreht hat, um mit der anderen Kanone zu schießen, sondern dann anfängt loszudüsen und rumzufahren und dabei überhaupt nicht in Schussposition ist. Ja, pass mal auf, wie der sich gleich dreht, weil er hier raus will. Guck mal, was der für einen Wendekreis hat. Funktioniert. Und das hatte ich vom Linienschiff erwartet, dass der einfach auf der Stelle sich so dreht, dass er eine Chance hat, mit den Kanonen die Fregatte zu zerstören. Sind unterwegs. Naja, irgendeiner hat mir wieder Kanonen dagelassen. Gut, ich meine, ein Linienschiff, zwei Fregatten, drei Kanonenboote war ein bisschen viel, gebe ich zu. Wird auch nicht wieder vorkommen, ich habe daraus gelernt, aber wie dieses Linienschiff sich so dämlich verhalten hat, das ist das, was mir gerade auf den Senkel geht. Warum haben wir hier so einen Einbruch von Handwerkern? Oh oh, Fleischwurst, ich sehe das Problem. Lasst mich raten, wir haben zwei Fleischwurstfabrikanten. Das ist ein Problem. So, ich habe noch ein Problem, das heißt Optik, ja, Anschluss geschafft. So, dann bauen wir hier mal zwei Schweinefarmen. Das Personal dafür haben wir. So, das Personal dafür haben wir. Was haben wir eigentlich hier für ein Ding? Kupfer. Müssen wir eventuell auch noch ran. Könnte noch problematisch werden. Wenn wir hier so viel bauen. So, dann brauchen wir Metzger. Die brauchen 50 Arbeiter. Die haben wir gerade nicht. Ich baue das absichtlich so. Ja, ich will dadurch ein bisschen das Warenhaus entlasten, dass die praktisch hier um die Ecke müssen und dass die Wege ein bisschen länger sind. Da liegt ganz schön viel Treibgut. Auf unserer Karte. Die Piraten, die machen hier echt einen guten Job. Hat was. So, das lasse ich jetzt mal bewusst so laufen. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn sich das eingegroovt hat da hinten, dann passt das. Achso, und wir haben halt ein Arbeiterproblem, ja. Deshalb müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier ein paar Bauern aufwerten.
Und dann hoffe ich, dass sich das ziemlich schnell ergibt. Ja? Wenn die Handwerker dann ein paar Waren kriegen, dann kommen ja, ziehen ja mehr Leute ein und dann der Marktplatz und so. Und dann haben wir ganz schnell, haben wir da, anstatt die 10, die wir aufgewertet haben, haben wir dann da 15 oder so. Ja? Okay, wir haben auch ein Seifeproblem und wir haben ein Brotproblem. Vielleicht liegt das an dem Warenhaus da hinten, ne? Weil die liefern alle, glaube ich, zu dem Warenhaus. Kann das sein? Das war jetzt eine spontane Entscheidung, das auszubauen. Verursacht ein paar Kosten. Ja, wir haben 2500 bezahlt dafür. 20 Bretter und 20 Stein. Und eventuell kriegen wir jetzt das Versorgungsproblem in den Griff. Ja, mir wird immer geschrieben, von wegen Baumer Steinstraßen, dann hast du weitere Wege, die du abdecken kannst. Also, ich glaube, ich habe... Habe ich hier schon mit Steinstraßen gearbeitet? Da unten habe ich mit Steinstraßen gearbeitet. Ansonsten habe ich eigentlich so gebaut, dass ich momentan nicht auf Steinstraßen aufwerten möchte. Da hinten habe ich mit Steinstraßen den Weg verlängert zum Warenhaus. Das hängt damit zusammen, dass hier eben die Lagerhäuser stark überlastet sind bei mir. Und wenn ich da jetzt auch noch Steinstraßen baue, die mit ihrer Flotte, dass die da immer runterkommen. Du, bist du denn des Wahnsinns? Die haben ein Linienschiff zerstört. Bleib in deinem scheiß Hafen, ey. Ich reg mich auf, dass der immer rausfährt. Der soll da nicht rausfahren. Es ist kein Platz sicherer als in diesem Hafen. Wenn die hier reinfahren, sind sie tot. Selbst mit 5 Schiffen sind die tot. Und immer wieder will er raus. Ich versteh's nicht. Admiral auf der Brücke! Ich fahre denn jetzt ins hinterste Eck von meinem Hafen in der Hoffnung, dass er da nicht mehr reagiert auf die vorbeifahrenden Piratenschiffe. Die können da draußen treiben, was sie wollen. Mich lassen sie in Ruhe. Und du kriegst das nicht mit, weil du nach anderen Dingen guckst. Das ist das Gefährliche daran. So, also wie gesagt, die hier, die kriegen kräftig Ware und deshalb sind die permanent überlastet und eventuell kriegen wir das jetzt mal in den Griff. Wir haben 0 Fleischwursten. Wir produzieren jetzt bei 4 Fleischern Fleischwurst. Da müsste doch mal langsam ein Plus reinkommen. Das ist schon hardcore. Und Seife haben wir eigentlich auch mehr als genug. Seife sollte auch nicht unbedingt das Problem sein. So, wo wollen die hin? Das wird jetzt lustig. Ja, die drehen hier wieder ab. Die kommen mit einem Affenzahn hier runtergefahren, drehen hier rum und hauen wieder ab, weil sie Angst haben vor meiner Stadtverteidigung. So, der liefert wieder an, dass der Handwerker wieder Sachen kriegt. Ach, das ist auch ein Problem. Der Rum ist leer. Dass wir hier Fleischkonserven bekommen. Ja, der Rum ist leer. Das ist ein großes Problem. Das war ja das, wo ich gesagt habe, wo ich mich eigentlich drum kümmern will. Ich habe ein bisschen Angst, die hier stehen zu lassen, wegen den Piraten. Es wäre schön, wenn langsam mal ein Linienschiff fertig würde. Was ich mal hier positionieren könnte, dass wenn die da angefahren kommen, dass die dann versenkt werden. Aber ich bin nicht mehr so blöd, dass ich ein Linienschiff schicke. So, wir gucken erstmal die Diplomatie. Das ist nämlich immer das Gefährliche. Leicht erhöht. Was bedeutet leicht erhöht? Sehr gut für mich. Ja. Gut. Wahrscheinlich. Gespeichert. Ich brauche keine Almosen.
Welches Fossil? Das ist die einzige, die schwächer ist als wir. So, wir gehen mal rüber in die neue Welt. Highlight, wirklich. Das ist schon ein bisschen stressig, wenn du überall gucken musst. So, hier haben wir 70 Arbeiter, die sind, naja. Ich lebe halt. Nicht ganz so happy. Für die brauchen wir ganz dringend hier eine Produktion für Luxusgüter. Den bauen wir hier mal. Zwei von den Dingern hin. Dann brauchen wir zwei Bananenplantagen. Da bin ich immer noch am Überlegen, wo wir die hinbauen. Wir haben genug Holz. Wir könnten über den Fluss, aber hier sind überall Ölquellen. Ey, das ist so nervig. Die liegen so dumm, die Ölquellen wieder. So. Wenn wir hier einen Weg machen. Funktioniert das? Das funktioniert. So, und kommen wir hier rum? Wir kommen hier rum. Gut. Wir bauen hier dran, weil das müssen wir freihalten. Da müssen wir einen Weg freihalten hin, damit wir dort auch die Gruben nutzen können. Jetzt bauen wir hier Bananenfarmen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob die da ein Lagerhaus brauchen. Schiff vom Stapel gelaufen. Ich würde sagen, ja. Weil Steinstraßen kann ich denen da nicht hinmachen. Dann würde ich sagen, wenn wir hier das Lagerhaus hin, dann können auch die hier dann ihren Zeug da abliefern. Das müsste ja reichen. Das reicht. Sehr schön. So, Arbeiter haben wir auch noch genügend. Das passt. Dann fangen wir mal an, hier unsere Bananenplantagen in den Urwald zu pflanzen. Wir nutzen jeden Quadratmillimeter, den wir nutzen können. So, und ich glaube, dass die ziemlich groß werden müssen, diese Plantagen. Und da habe ich mein Hauptproblem. Wir müssen das Land erst vorbilden. Denn so viel Platz haben wir hier gerade gar nicht. Diese Insel ist kleiner, wie sie aussieht. So, wo kriegen wir hier noch ganz galant zwei Felder unter? Da haben wir's. Okay, dann können wir hier mal weiter ausbauen. Dann sind die da soweit wieder ganz happy. Bauen wir Häuser von denen an. Wir gehen hier nicht hin. Wir nutzen hier wirklich jeden Zentimeter. In Kästchenbauweise. Habe ich mich so damit beschäftigt, wie man schön Städte baut? Für City Skylines und Co. damals, ja. Und ich kann es hier nicht anwenden, weil hier gehen nur Quadrate. So, und die Bäume, die finde ich hier. Das Problem ist, die Bäume verdecken dir die Sicht auf die Straßen. Ja. Das ist auf der einen Seite cool, weil das liegt ja schon so im Dschungel, auch in echt, ja. So die Plantagen. Es ist trotzdem so eine Sache.
So, machen wir hier mal zwei Firmen hin, die die Bananen, was machen die? Gebackene Bananen, genau, für die Bevölkerung, und die sind dann happy und dann geht's hier voran. Ja, weil wenn die gebackene Bananen haben, dann haben wir da direkt mal 3 Einwohner und die bezahlen uns 3 Dollar. Und damit könnten wir es eventuell schaffen, hier aus den Miesen rauszukommen, allein über die Grundversorgung. Das wäre schon mal sehr, sehr, sehr gut. Gut, was haben wir hier noch? Rum. Rum ist so eine Geschichte. Auf der einen Seite brauchen die hier, glaube ich, Rum. Für die Zufriedenheit. Auf der anderen Seite brauchen wir Rum in unserer Welt. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen, wo wir am geschicktesten Zuckerrohrplantagen anlegen. Ich weiß vom besten Willen nicht, wie groß diese Plantagen sind. Wir müssen da jetzt mal gucken. Ich plane das Ganze mal. Ja, weil ich keine Ahnung habe, wie das in der Praxis aussieht. So, wenn wir hier eine Plantage hinmachen. 128 Felder. Das ist der absolute Wahnsinn. So, ich glaube quadratisch. Kriegen wir das irgendwie quadratisch zusammen? Wäre natürlich Bombe. Ja, da haben wir wieder das Problem, dass ich nicht... Bautz, eine Plantage, die kriegen wir exakt so nochmal hier nebendran. So, dann setzen wir einfach hier oben an. Bautz. So, da haben wir 2 Zuckerrohrplantagen. Damit können wir 2 Rumbrennereien ausstatten. Und dann haben wir noch die Holzfällerhütten, die normalerweise automatisch Rohholz liefern, immer in dem Moment, wo die Bretter voll sind. Ja? Das heißt, da brauchen wir eigentlich keine eigene Produktion für aufbauen, weil wir produzieren sowieso nur alle 15 Minuten, also alle 15 Minuten würden wir Holz produzieren, aber nur alle 30 Minuten machen wir ja Rum. So, die Rumbrennereien, die fliegen auch gern mal in die Luft. Da müssen wir auch mal gucken, dass wir die so unterbringen, dass wir eine Feuerwehr in der Nähe haben. Machen wir hier so eine Art Handelsdistrikt hin. Wird schon Sinn ergeben, ne? Könnte man die Feuerwehr hier eine hinstellen für die Produktion. Jetzt bin ich gerade am gucken, ob wir hier irgendwo eine Feuerwehr unterkriegen. In den Bereichen, wo wir keine Häuser bauen können. Für die Stadt. So, dann machen wir denen mal eine Feuerwehr. Und hier mal eine Feuerwehr. Richtig Kosten verursachen. Und dann haben wir 2 so Dinger raus und dann wird hier auch Rum produziert. Spielstand gespeichert. Let's go. So, was wollen die hier? Bring die guten alten Zeiten zurück, Hefe. Okay, und was bedeutet das? Machst du das für mich? Sieh, sieh.
7 Fischöl und 14 Bananenvilla. Freunde der Nacht. Wir produzieren davon. Da müsste ich eine Produktion abschalten. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Und die liefern alle hierher und das hier unten, das... kriegt ein leichtes Platzproblem, würde ich mal so sagen. Tischblatt. So, eine Kapelle haben die auch immer ganz gern. Die können wir gleich bauen. Die kriege ich bestimmt noch irgendwo hier. Bitte, ey, die muss doch irgendwo hier reingehen, in so eine Lücke. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht alles hier Wasted Space sein. Das, wo ich nichts drin bauen kann. Das gibt's nicht. Kapelle neben die Feuerwehr. Passt schon. Die ist nicht teuer, die Kapelle, und macht die halt glücklich und dann... Meine Mundharmonika klang nie fröhlicher. Wenn die glücklich, dann ist alles gut. Ja, sehr viel Zufriedenheit. So, rum bezahlen die halt kaum was für. Das ist das Problem. Die haben nämlich nicht viel Geld hier, diese Tagelöhner auf unserer Insel. Und ich weiß auch nicht, dieses Ziel, also wenn ich dieses Ziel erfüllen will. Ich weiß nicht, haben wir eine Überproduktion an Bananen und an Fischöl? Also das Fischöl könnten wir ja schon liefern. Da haben wir eine Überproduktion. Das ging schneller. Aber hier die Bananen und die werden wieder abgebaut. Das heißt, ich müsste so einen abschalten. Wir sind dann mal à la sombra. Und dann weiß ich nicht, ob das dann ausreicht für die hier. Aber ich meine, so viele Bürger haben wir noch nicht. Vielleicht wird sowieso eins ausreichen. Who knows? So, und die warten auf... Ist nicht meine Schuld, hä? Zuckerrohr. So, und da haben wir Zuckerrohr und das sollen die doch gefälligst dann noch davor liefern. Das tun sie auch gerade. Und dann kommt bald Zuckerrohr hier ins Spiel und dann gibt es hier bald Rum. Und wenn es hier Rum gibt, ja, dann haben die wieder was zu saufen, dann sind sie wieder happy. Und dann machen die uns ein paar Einnahmen hier auf der Insel. Und vor allem den überschüssigen Rum, weil wir produzieren hier so viel Rum, das ist abartig. Den überschüssigen Rum, Schiff den unter Beschuss. Können wir dann... fuck... Achtung, Admiral anwesend. Ja, keine Vorwarnung, ne? Du kriegst einfach nur eine Meldung, Schiff unter Beschuss, und dann musst du innerhalb von Sekunden reagieren. Und die alte Dame ist Verlass. Sind unterwegs. Fahr, Segel. Schaden am Schiff, Admiral. Runter, runter, weg da, weg da. Unterwegs. So, der fährt dummerweise in die Falle. Wenn wir es schaffen zu beschleunigen, kriegt er ein Problem und verliert eine Fregatte. Angriffsformation! Schieß! Der ist doch schon lange in Reichweite. Stapel gelaufen. Sag mal, ist das Schiff blöd? Schuss. Angriffsformation. Anstatt sich... Sieht ganz so aus, als wären deine Leute zum Kämpfen bereit. Anstatt sich mal schräg zu stellen und zu schießen, fährt er als Sturkratos weiter und fängt sich Kugeln. Steuermann! Da kriege ich Plack. Also echt. Spielstand gespeichert. So, wo haben wir denn hier die Fregatte, die nur einfach ein da Kratzer. So rumsteht? Die soll gefälligst reparieren kommen.
So, die hauen schon ab. Die haben schon eingesehen, dass es keinen Sinn macht. Ei. Ach, Segel. Wir brauchen Rum. Jetzt kommen sie von hinten rum, oder was? Ja, jetzt kommen sie von da. Neue Befehle? Oh, da steht noch ein Linienschiff. Das freut sich. Gemeinsam triumphieren wir. Das Linienschiff beschützt dann mal den, solange die Fregatte hier repariert wird. Segel setzen! Von mir aus freigegeben. Erwische ich Sie bei besonders guter Laune, Direktor? Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. Top Zeitung. Weiter so. Wo ist unser Linienschiff? Mehr als bereit. Muss aufpassen, da sind schon wieder so viele Schiffe. Wo ich Panik habe, dass die Piraten in die Nähe kommen. Kann ich das aufsammeln? Sind unterwegs. Oh. Angriffsgeschwindigkeit plus 10%. Sowas hören wir gern, vor allem auf einem Linienschiff. Volle Segel! Seid mutig, kommt näher. Segel setzen! So, die Fregatte, wo ist unser... Da ist unser Flaggschiff. Die Fregatte wird hier langsam repariert. Die geht hoch. Das Linienschiff kommt zurück. Angeschlagenerweise. Das Schiff meldet sich zum Dienst. Und die würden gern, aber trauen sich nicht. Ist es getan? Ja, es ist getan. Du hast dein Wort wieder gehalten, Chefe. Wow. Neue Welt. Nein. Falscher Knopf. Neue Welt. Ich habe hier irgendwie was gekriegt. Was macht das? Beeinflusst Bananenplantagen. Produktivität plus 25%. Bananen bereitgestellt. Was heißt Bananen bereitgestellt? Das sind Setzlinge. Da kann ich auf einer Insel, wo keine Bananen wachsen, Bananen wachsen lassen. Das Ding ist 44.250 Gold wert. Das ist episch. Das ist geil. Das ist geil. Mehr sage ich dazu nicht, wie das ist geil. So, dann können wir die wieder laufen lassen. Hat hier nicht viel ausgemacht. So, wir haben mittlerweile Rum. Die Frage ist, bauen wir Rumbestand auf? Das ist das, was mich interessiert, weil wir brauchen Rum, um den in die neue Welt, also in die alte Welt zu bringen. Wir wollen hier mehr produzieren, als wir verbrauchen. Dass wir drüben Rum anliefern können. Und zwar nicht wenig. Im Zweifelsfall muss ich den hier rumsperren. Oder noch eine Zuckerplantage, Zuckerrohrplantage aufmachen und noch eine Rumbrennerei da unten hinstellen. Wäre die andere Alternative. Schwierige Entscheidung. Ich meine, wenn ich eins gelernt habe, dann, dass die dir hier alles wegsaufen, was du auch nur irgendwie produzieren kannst. Die kennen da nichts. Spielstand gespeichert. Oh, die liefern alle da vorne an. Ich müsste das hier aufwerten. Dazu brauche ich die nächste Stufe. Dazu muss ich denen alles liefern, was die wollen. Dazu brauchen wir die. Dazu brauchen wir die Alpaka-Farm.
Ich glaube, da ist ein guter Platz für Alpaka-Farmen. Weil Alpaka-Farmen, die haben vier so kleine Felder. Das ist doof jetzt. Das wollte ich eigentlich dahin packen. Schiff unter Beschuss. Nein! Neue Ziele. Wo fährt der hin? Wo fährt der hin? Hallo, wo fährst du hin? Kann mir mal ein Mensch verraten, wo der hinfährt? Kumpel. An die Segel und brassen. So, das packen wir da rein. Ja, das ist das, was ich meinte, ne? Mit in dem Spiel. Achtung, mit Stress. Admiral anwesend. Du musst auf zwei Karten zwei Inseln verteidigen jeweils und Steuermann! Rum! Darauf habe ich gewartet. Kann ich das mal aufheben? Please. Vorsetzen. Ja, du musst auf zwei Inseln musst du verteidigen, musst am besten die ganzen Truppenbewegungen im Auge behalten, dass da deinen Inseln keine Fregatten nahe kommen, die dir dann Probleme machen. So, das dürfte hier die Einnahmen gleich nach oben treiben. Erster Klasse. Wir haben das Geld, wir brauchen die Truppen. Na, da können wir nämlich auch ein Linienschiff in die neue Welt schicken, was unseren Hafen verteidigt. Im Zweifelsfall. Es ist halt penetrant nervig, sag ich mal. Aber wohin damit? Ich bin ja bei dir noch gar nicht fertig. Ich ahne Gutes in ihnen. Darf mir gar niemand sagen. Willst du uns zuschauen? Wir können dieses Lagerhaus bis hierher verschieben. Dann haben wir alles drin. Der kommt dahin, der kommt dahin. Sehr gut. So, da haben wir dann eine Alpaka-Farm. Die auch tutti kompletti. Dann könnten wir hier unten so eine Poncho-Knüpferei mehr oder weniger mit dran bauen. Und so langsam sollte ich mir Gedanken machen, ob ich hier unten noch ein Lagerhaus hinbaue irgendwo. Damit wir das hier mal ein bisschen entlasten, weil das ist. Wenn das alles dahin liefert, da ist er permanent voll. So, da geht diese Insel langsam aber sicher voran. Das ist doof. Wie mache ich das? Das machen wir so. Oh, ich würde gerne mal was sehen. Kann man mal den Baum da wegtun? So, machen wir hier einen Viererblock hin. Spielstand gespeichert. Machen wir da um die Kurve. So. Was ein kleiner Fehler ist, weil ich glaube, ich kriege hier noch ein Haus hin. Nee, kriege ich nicht.
alles gut. So, dann haben wir hier wieder ein paar von denen und so langsam sollten wir eigentlich alles liefern, was die wollen, und dann müssten wir die eigentlich mal aufwerten können, dass wir zu diesen, wie heißen die doch gleich, die anderen Oboyeros kommen. So, wie viel Rum bauen wir auf? Bauen wir Rum auf? Wir müssen Rum aufbauen. Ja, wir haben 29 Rum hier. Das ist Bombe. Dann können wir bald den hier fahren lassen. Und Waren transportieren. So, wir brauchen aber noch Plantagen. Wir brauchen noch anderes Zeug. Ich hau das mal so hier rum. In der Hoffnung, dass ich jetzt hier eine Baumwollplantage in die Lücke reinkrieg. Es ist die große Frage. Das wächst hier nicht, Hefe. Was? Fuck, wir haben hier keine Baumwolle. Wir haben hier keine Baumwolle, wir haben fehlende Fruchtbarkeit Baumwolle. Wir haben hier Baumwolle. Ich wusste, wir hatten irgendwo Baumwolle. yes. Es geht nichts über gute Planung und guten Überblick, den ich gerade nicht habe. So. Wir machen hier mal noch ein paar Häuschen hin. Ich bin am überlegen, die Insel ist so klitzeklein, ob wir hier überhaupt... ja, wir haben ja auch hier keine Bananen drauf. Das hier gibt, glaube ich, eine reine Produktionsstätte. Also reine Abbaustätte. Und wir müssten dann, wenn man es genau nimmt, ein kleines Schiff nehmen. Also das hier ist dafür schon fast zu groß. Auf Ihren Befehl. Jetzt machen wir über die alte Welt. Kleinen Moment. Mehr als bereit. Oh. Feuer ist ausgebrochen. Mein Piratenschiff. Feuer von allen Decks. Volle Segel. Steuermann. Ich meine, wenn wir schon mal in der Situation sind und sind gerade hier. Kurs setzen. Er hat eine Mordsreichweite, ey, dieses Linienschiff hat eine Mordsreichweite. Steuermann! Komm, schieß nochmal. Ach, der Kleine ist echt schneller. Die volle Breitseite. Ich versuch's. Angriffsformation. Versuch's, ihm platt zu machen. Die Flammen wurden gelöscht. Yeah. So, dann holen wir die Beute. Volle Segel. Welche Flammen wurden gelöscht und wo? Ich verliere den Überblick. Da hat's gebrannt. Spielstand gespeichert. Die wollen was von mir. Ich will die anklicken. Hallo? Ich will die anklicken. Die wollen was von mir. Bin ich doof?
Da ist ein Stern drüber, die wollen was von mir. Ich will die doch nur anklicken. Okay, die reden nicht mit jedem. So, die feiern mich hier mit einem Umzug. Keine Ahnung, warum genau. Das ist echt nervig. Ja, du hast hier eine Aufgabe, du hättest hier eine Quest, du kriegst vielleicht ein Geschenk. Sie reden nicht mit dir. Oh. Erst du, dann die Königin. Fuck. Ah nee, das ist Kamera falsch. Kamera ist verdreht. So, du Schiff, hast du die Fracht aufgenommen? Nein, hat er nicht. Warum nicht? Annas Grammophon, Charakter-Item. Kurs setzen! Macht das jetzt Anna wütend, dass ich das hab? Schickt die mir jetzt mehr Truppen? Ich hab nichts gegen mehr Truppen. Die sollen die alle schicken, weil die bringen Rum mit und dann können wir die da unten abschießen. Können den Rum einsammeln und machen bessere Erträge in unserer tollen Enklave hier. Steuermann! So, die arbeiten wieder zusammen, das ist gut. Der fährt ja fast alles wieder mit heim, ey. Alter Schwede. So langsam haben wir ein kleines Problem. Wir produzieren hier unten nicht genug. Wir bräuchten mehr von dem Gulasch, aber wir haben sogar Dosen zu viel. Also eigentlich ist es Optimum, eigentlich läuft's. Ich kann mich nicht beschweren, Hopfen haben wir auch genug da. Alles gut, ey, wir sind echt im grünen Bereich. Aber so absolut im grünen Bereich. Stopp die Maschinen. Wenn ich den aktiviere, wie viele Mitarbeiter schlucken die dann? Der Boss kommt. 25 jeweils. Dann können wir die mal alle aktivieren. Dass die hier mal wieder ein bisschen von dem Zeug abbauen und 300 Steine aufbauen. Man weiß nie, wann man so gebrauchen kann. Die 300 Steine. So, jetzt tummeln sich hier die Linienschiffe bei uns im Hafen. Und es werden immer mehr. Und wir machen immer noch gut Einnahmen. Das gehört sich so. So, da unten ist eine Fregatte am Jagen. Ich weiß nicht, was die jagen, aber es geht mir so ein klein wenig auf den Zeiger, dass die da so rumfahren. Weil ich gerne mit so kleinen Schonern in und aus der neuen Welt Ware transportieren würde. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich die Schoner schicke, ohne dass ich den Geleitschutz mitgebe, dann werden die Schoner von diesen Prieraten-Fregatten hier platt gemacht. Und der ist so schön allein da unten. Der schreit förmlich danach, dass ich ihn mir hole, wenn die da hinten rauskommen aus dem Hafen. In annehmbarer Zeit. Ich habe so die Vermutung, die kommen da nicht in annehmbarer Zeit raus. Leute, da unten ist ein Pirat. Legt schnell ab. Langsame Wende. Schupper, 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 Schupper. Er übertreibt's nicht mit der Geschwindigkeit. Da fahren andere um einen halben Erdball, bis die aus dem Hafen abgelegt haben. So, weil jetzt kommen die nämlich wieder runter und dann kommt von unten wieder so eine scheiß Fregatte da hoch von den Piraten. Aber wir sind zwei Fregatten gegen eine Fregatte, also wird er sich wohl nicht mit uns anlegen. Ich schick sie nur bis hierher. Das macht anders, macht es keinen Sinn. Nein! Du nicht, du bleibst hier. Ich habe Angst, dass du mir in die Piraten reinfährst. Haben sie dein Piratenschiff irgendwo entdeckt? Nee.
Befehle? Ja, sie kapieren es einfach nicht, wie sie fahren sollen. Sie kapieren es einfach nicht, die Schiffe. Denen fehlt so die gewisse Situational Awareness, oder wie das heißt. Also diese situationsbezogene Achtsamkeit. So, und ich habe Großes vor. Ich habe wirklich Großes vor. Dazu brauche ich noch ein Linienschiff. Können wir uns leisten? Also wenn die zwei Schoner durch sind, bitte noch ein Linienschiff. So, und dann gucken wir hier mal. Sanfte Sonnenstrahlen fluten die Lichtung. Die haben nahezu alles da. Was fehlt, ist die Universität, die ich aber später freischalten kann, und Pelzmäntel. Für Pelzmäntel waren wir gerade am gucken. Neue Welt. Hier unten brauchen wir eine Baumwollfarm. Wo bauen wir die am besten hin? Die Baumwollfarm? Ich würde sagen, wir machen hier mal eine Straße rüber. Und an dieser Straße machen wir mal eine Baumwollfarm. Öfter mal was Neues. So, Baumwollfarm. Eine Stunde braucht die. Ausgebrochen. Ja, dafür haben wir doch hier die Feuerwehr. Komm, mobilisieren. Alter, da ist alles voll. Das Lager ist voll mit Rum. Wenn ich das richtig sehe. Und der Heimat fehlt da. Einladen. Rum. So, Schiff vom Stapel gelaufen. Dem fehlt natürlich ein Lagerhaus, das war mir fast klar. War einer der Gründe, warum ich die Straße hier habe aufhören lassen. Weil ich eigentlich dachte, ich könnte das noch hier hinbauen. Kann ich aber nicht. So, diese Baumwollfarm. Die Flammen wurden gelöscht. Davon brauchen wir zwei für eine Baumwollweberei. Dann würde ich sagen, bauen wir auch zwei. Ich glaube, hier rüber machen wir keine Straße. Hier ist noch eine Goldmine. Die Goldmine muss ich aufpassen, dass ich zu der noch irgendwie eine Verbindung hinkriege. Ist nicht so ohne. Mach das mal so. Wir müssen hier mal die Felder etwas einstutzen. Und bauen dann lieber hier aus. Scheißwitz. So. Keine Felder, keine Arbeit. Ja, nur die Ruhe. Nur die Ruhe. So, den machen wir hier und dann kann er hier noch die zwei Felder anschließen. Dann haben wir noch 40 über. Und hierfür brauchen wir 10. Der könnte ihm theoretisch dann in beide Richtungen liefern. Das ist perfekt. So, der soll dann Baumwolle produzieren. Mit den paar Leutchen hier auf der Insel. Wir hätten ja auch noch andere Sachen, die wir produzieren können. Gespeichert. Aber aktuell haben wir dafür keine Bewandtnis oder keine Dinge, die wir dafür bräuchten. So. Handel.
davon mal 50 einpacken. Dann den ganzen überschüssigen Rum einpacken. Dann fahren wir den mal hier rüber. Sind unterwegs. Ich ahne Böses. Ich ahne ganz Böses. Und die Folge wird lang. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal Schluss. Es ist gerade ruhig. Und ruhig ist immer gut. Vom Stapel gelaufen. So, den schicken wir in die neue Welt. Und den schicken wir in die neue Welt. Die sollen in der neuen Welt Transporte durchführen. Jetzt fährt hier diese Kackfregatte wieder. Ich hab so eine blöde Achtung, Befürchtung. Admiral anwesend. War dem mal nach. Bis die immer in den Gängen sind. Schiff unter Beschuss. Neue Befehle? Laden. Schiff unter Beschuss. In die Takelage. Dich holen wir. Neue Befehle? Meldet sich zum Dienst. Wer unsere Schone angreift, der wird versenkt. So einfach ist die Regel. Kapier's, Pirat. Segel setzen! Handelskammer, Produktivität plus 20 für Bohrtürme. Mhm, interessant. Volle Segel! So, und die gehen runter in die neue Welt. Und die brauchen wir da drüben auch ganz, ganz dringend. Und deshalb habe ich die jetzt darüber geschickt. Dann können wir dort nämlich die nötigen Warentransfere automatisieren und können die auf so einem kleinen Schiff von A nach B fahren lassen. Und das ist dann auch nicht so dramatisch, wenn so eins da von Piraten versenkt werden würde. Und die großen Fahrten können wir mit dem... Ich glaube, sie werden mich am Ende nur ausbremsen. ...großen Schiff machen. So, und das sieht nicht gut aus. Boah. Ich kann dem doch keine 20.000 geben. Ich kann höchstens einen Auftrag für den es machen. Es gibt nichts. Aber will er nichts tun. Ja, der hat halt, ihr seht schon, militärmäßig ist der am höchsten. Die haben wir ja locker schon geschlagen. Und der sieht uns jetzt als Gefahr, dass wir militärisch aufrüsten und wirtschaftlich sind wir ja schon nah an ihm ran. Ich denke, er geht Richtung Krieg, um uns dann auszuschalten oder will uns dann ausschalten. Die Waffenruhe wurde beendet. Aber jetzt haben die zwei erstmal wieder Knatsch. Mehr als bereit. So, Handel. Rüber, rüber, gut. Ei! Dahin fahren. Du, dahin fahren. Und du heilst noch und dann fährst du in die Mitte. Ja, das ist nur ein Kanonenboot, da habe ich keine Angst, wenn die da mit ihrem Konvoi fahren. Wie sieht es eigentlich bei dem aus? Der wird nichts mehr los, ne? Und dann bringt er keinen Schnaps mehr mit hoch, wenn er da nichts mehr los wird. Das ist das Hauptproblem, was wir hier haben. Wir löschen das mal raus. Da haben wir ja 300 da. Der soll aktuell soll er nur Schnaps fahren. Ja, eventuell haben wir Glück und er lädt das dann jetzt hier aus. Wenn nicht, laden wir es hier aus. Oh, die Lager sind voll. Super, alle Lager sind voll. Wir haben keine Steine da oben. Es wird immer besser.
Brauchen wir auch Steine für. Neue Befehle, Admiral. Das ist jetzt in der Tat ein Problem. Kümmern wir uns aber in der nächsten Folge drum. Denn es wird hier eindeutig gerade zu lang. Ich sage an dieser Stelle, danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzugucken. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es heißt, Nick Frey zockt Anno 1800. Und wenn wir hier unser Imperium weiterbauen, ich will gern auf die nächste Bevölkerungsstufe. Dazu brauche ich aber Pelzmäntel. Dazu brauchen wir noch ein paar Handwerker. Dann können wir auf die Ingenieure hoch. Wir wären dann soweit. Und neben all den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Manchmal ist weniger mehr. Diese Änderung ist eine Fabel. Sowas lese ich. Natürlich wissen Sie, was das ja. Ihre Leute sind nicht bloß ihre Oh. Ja. Oh, das gibt ein uns wieder Feuer ein bisschen ist ausgebrochen. Das ist nicht gut. Unsere Sie haben an Einfluss gewonnen. Eisenmine ist niedergebrannt. Mussten wir wieder aufbauen. So, hier haben wir unsere drei Schiffe stehen. Die Eisenmine läuft. Die Piraten hier, die haben kleine Boote. Die machen wir keine Angst. Damit sollten die Fregatten umgehen können. Wir haben ein Handelsroutenproblem. Da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Und dann auch in die neue Welt. Da müssen wir weiter ausbauen. Und da bin ich gespannt, ob wir da überall die Kurve kriegen. So, ich versuche mal hier noch was für einen Screenshot einzufangen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Seht ihr dann, ob der Screenshot existiert oder nicht existiert. Ich bin hier raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.